So, Henry, hast du mich im Bild? Ja. Der macht, muss gut aussehen, weißt du ja, ne? Ja. Schön so von unten nach oben, ne? Wenn der Doppelkinn auch mal nicht sieht und so, ne? Hast du alles? Ja, so sieht das genau richtig aus. Wir haben ja heute zwei neue Teams und für die heißt es jetzt Topfkicker, eure Zeit. Die läuft ab jetzt. Willkommen bei den Topfkicker. Mein Name ist Steffen Hensler. Ja. Klatschen Sie bitte nicht ganz so laut, weil der Schall stößt auf meine kaputte, gebrochene Rippe und es tut weh. Ja, immer noch. Ich meine, es ist anderthalb Wochen her. Es tut immer noch weh. Man soll es nicht glauben. Ja? Ach, ich sag Ihnen. Was ich hier eine Bürde trage, das ist, geht ohne Worte. Und ich hab's schon mal gesagt, letzte Woche. Denken Sie, ich krieg einen Cent mehr deswegen? Nö. Nicht ein Mühen-Euro mehr. Es ist zum Heulen. Aber egal, ich kämpfe weiter für Sie. Und wir gucken, ja. Übrigens, heute wieder, ne? Unsere Rubrik Fragt mal die Oma wird immer beliebter. Deswegen heute wieder dabei am Mittwoch. Aber vorher gucken wir erst mal. Guck mal, ich habe gerade. Ich dachte, ich habe was mit den Augen. Ich habe drei Fische gesehen. Meine Herren, okay. Gut, kommen wir zu den anderen Fischen, die es leider nicht überlebt haben. Die sind heute bei uns im Warenkorb. Und zwar Seezungenfilets, ja. Dann haben wir Garnelen. Oh, geiler Korb. Grüner Spargel. Dann haben wir geschälte Tomaten. Nicht süße, sondern saure Sahne. Und schön vor der Hütten, Hüttenkäse. Mmh. Gemahlener Mohn. Kräutersalat haben wir. Honig. Vanilleschote. Schattenmorellen und anschnallen. Hier kommt die Zutat des Tages. Mangold. Ja, doch, 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 doch. Achtung. So. Schön gerade bleiben und drehen. Hier kommen unsere Top 3 zum Mangold. In Deutschland wird Mangold nahezu gar nicht angebaut. Das Blattgemüse ist im Mittelmeerraum und in Vorderasien beheimatet. Botanisch gesehen ist Mangold übrigens eine Rübe. Und zum Beispiel auch verwandt mit der Zuckerrübe und mit der roten Rübe Uli Hoeneß. Auf Platz 2. Dieses Gemüse ist nicht sehr lange haltbar. Kaufen Sie nur nach Bedarf ein und verbrauchen Sie es dann sofort. Alternativ können Sie Mangold in ein feuchtes Tuch einschlagen und bis maximal 1 bis 2 Tage im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Und jetzt kommen wir zu den Nährwerten. Auf Platz 1 mit ca. 25 Kalorien pro 100 Gramm ist Mangold ein Leichtgewicht und kann gut zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Unsere Zutat des Tages. Ich sag's Ihnen, ich habe also gestern schon erzählt, so viel Schmerzmittel, die löse ich nur noch im Wasser auf, weil so viele Tabletten kann ich gar nicht nehmen am ganzen Tag. Mmh. Oh. Kommen wir jetzt zu den Hauptdarstellern dieser Sendung, unseren Kandidaten. Wir haben ein neues Frauenteam. Hier sind Stefanie und Sarah. Herzlich willkommen. Hallo. Meine Damen. Sarah, ja. Ihr nennt euch So Bad But Lovely. Ja, genau. Normalerweise heißt es ja So Bad But Lovely. Ja. So böse, aber doch irgendwie lieblich. Ne? Genau. Aber ihr nennt So Bad. Und warum Bad? Bad, weil wir beide Sonderpädagogik-Studentinnen sind. Und ja. Deswegen Sonderpädagogik. So Bad. Oh, what a fucking Wortspiel. Ja, ja. Genau. God damn it. God damn it, how creative. Sonderpädagogik heißt, für alle, die es nicht wissen? Wir werden Lehrerinnen für verhaltensauffällige Jugendliche, Kinder. Ah, das genau. Ist die richtige Sendung dann für euch? Haben wir uns auch gedacht. Nein. Wie kommt man auf die Idee? Warum sagt man, ich werde neues Jungster, die haben auf Gymnasium studiert, die gerade in diese Richtung?
Auch durch Praktikum unter anderem. Ja. Vielleicht stand das Lehramt gar nicht so im Vordergrund, sondern wirklich mit Kindern was zu machen, denen vielleicht von zu Hause nicht so viel mitgegeben wurde und da eben noch denen die Möglichkeit zu geben, noch zu fördern. Ja, genau. Schön. Toll, ja. Was ist denn das Besondere an, nennen wir es mal aus, an dem Studium? Wird es da auch viel auf psychologische Dinge oder worauf wird da eingegangen? Ganz viel auf Erziehung natürlich und ganz viel Pädagogisches und schon auch Psychologisches auf jeden Fall. Ja. Ah, okay. Sag mal ein Beispiel. Kann man da was festmachen? Wir hatten ein Beispiel. Wir hatten jetzt im Semester Kinder- und Jugendpsychiatrie als Fach. Und da geht es halt wirklich um die Diagnosen, die so gestellt werden. Und mit denen beschäftigt man sich dann und dann hoffen wir, dass wir mehr wissen über die Kinder, die zu uns kommen. Ich merke schon, schwieriges Thema. Ja, ist nicht so einfach. Okay. Okay. Wer hat sich denn angemeldet von euch beiden? Die Stefanie hat sich angemeldet. Bei mir hat irgendwann nur das Telefon geklingelt. Ja. Und hallo, hier sind die Topfgeldjäger. Und ich dachte mir, was? Wer? Aha, alles klar. Wusstest du gar nichts davon? Wir haben vielleicht ein halbes Jahr oder so vorher mal drüber gesprochen und wir können gut kochen, wir kochen gern zusammen und plötzlich kam dann der Anruf. Genau. Und was hast du gedacht? Erst so, was fällt dir ein, ohne mich zu fragen, aber dann war die Lust auf jeden Fall dafür da, sonst würde ich ja jetzt nicht hier stehen. Das ist schon schön, so cool, so witzig, schöne Überraschung. Ja, habe ich mir auch gedacht. Finde ich auch, kann man mal machen. Also, meine Damen, was kocht ihr denn Leckeres? Der Wahlkopf ist doch wirklich schön, oder? Super, ja. Das ist ein Traum. Esst ihr denn gerne Fisch? Ja, doch. Also, ich bin Fisch nicht abgeneigt, nee. Doch, aber so ein Steak hätte ich vielleicht vorgezogen. So ein schönes... Aber guck mal, Seezunge. Ja, super, doch. Sollen wir nicht so oft essen und so? Ich sage immer so viel, aber einmal im Jahr kann man das mal machen. Genau. Wie sieht es bei dir aus mit Fisch? Ja, ich esse gerne Fisch und esse auch gern rohen Fisch, esse auch gern Sushi. Oh. Hab's zwar leider noch nicht selber gemacht, aber essen tue ich es auf jeden Fall sehr gerne. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Da weiß ich schon, wenn ihr gewinnt, wo das Geld hingeht. Kann ich euch einen guten Tipp geben? Erstmal, was gibt's denn? Als Vorspeise wollen wir einen mediterranen Spargel machen. Da ein bisschen mit Tomatensößchen, Zwiebeln, Knoblauch, ordentlich Chili. Ja. Die Garnelen in Knoblauch. Garnelen dazu. Okay. Genau. Ja. Und ja. Schön. Hört sich gut an. Nein. Hauptgang. Als Hauptgang gibt es die Seezunge. Als Röllchen haben wir uns das vorgenommen. Als Röllchen in der Pfanne gebraten. Und dazu wird Steffi selber Tagliatelle machen, die sie jetzt gerade hier durchdreht, die Nudeln. Oh, hausgemachte Nudeln. Und was mit Soße? Und als Soße eine Weißweinsoße, haben wir uns gedacht, mit Zwiebeln, bisschen Knoblauch und dann später noch den Mangold dazu, den wir auch anschwitzen. Wow, cool. Dessert? Dessert sollen die hippen Kirschen werden. Und zwar, hippe Kirschen? Okay. Ja, hippe von einer Hippenmasse, die gerade im Kühlschrank steht und aus der dann eine Waffe gebacken und dann auch zu einer Waffelform formen und dann gefüllt mit einer Creme aus der sauren Sahne, und dann noch Hüttenkäse. Den lassen wir außen vor. Schattenmorellen kommen noch ran. Genau, mit Rotwein und Zucker und der Vanille. Meine Damen, ihr habt richtig was vor. Mit der Nudelmaschine, da bleibt der Teig hängen. Der hängt da irgendwie fest. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Wie hängt der denn da fest? Keine Ahnung, muss man auseinanderbauen. Zeig mal her. So, was hast du denn da jetzt gemacht? Wie hast du den da reingekriegt? Gute Frage. Wir brauchen mal eine andere Nudelmaschine. So, wir haben ja, glaube ich, noch eine auf Lager. Sehr schön. So, komm mal her. Aber die Hälfte des Teiges... Hast du retten können? Nee. Der ist irgendwie nach hinten da reingegangen. Ist der denn da reingegangen? Ja. Hast du denn da gemacht? Weiß ich nicht. Komm, erzähl doch nichts.
Hat doch wieder putt gemacht, ne? Nee, das ist eure Nudelmaschine. Ja, so, gib mir noch mal her den Teig, wir versuchen noch einmal. Ja. So, klassisches Nudelteigrezept? Ja, 100 Mehl, ein Ei, bisschen Salz. Klassiker. Wo hast du das her? Ja. Aus dem Kochbuch, oder? Nee, das ist das Nudelrezept von meiner sizilianischen Oma. Ja. Du hast eine sizilianische Oma? Ja, habe ich. Wow, also dein Vater oder Mutter Italiener? Oder? Papa, genau. Papa. Ah. Nee, die Maschine hat eine kleine Klatsche. Dann okay. Holen wir eine neue. Gut. Da retten wir den Teig mal. Ja, super. Von der sizilianischen Oma. Mhm. Mhm. Genau, die freut sich. Die freut sich? Hat ja. Guckt die mal ZDF? Ja, nee, leider nicht. Die versteht es nicht. Ja, gucken kannst du trotzdem, ja, oder? Ja, gucken als Würze ist auf jeden Fall, aber ja. Natürlich aus einem bestimmten Grund. Weil du jetzt dabei bist. Genau. Siehst du, genau. Dann würde ich sagen, hey, ciao, Oma, wie geht es dir? Kannst du mal grüßen, wie heißt sie? Ciao, Nonna Melina. Nonna Melina, sehr schön. Danke. Du bekommst eine neue Maschine. Super. Perfekt. Und dann machen wir weiter. So, lange genug geschnackt. Erstmal wieder ein bisschen leiden. Ah, selbst das Schlucken tut schon weh. Das hält mich aber nicht ab, davon zu den Männern zu gehen. Hier sind sie, Raphael und Roland. Mia San Mia. Ronald. 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 Immer Ronald da. Was passiert, das ist der Ronald. Nein. Ronald natürlich. Ronald Wein. Bitteschön. So, ein richtig. Schöner Name für einen Fernsehkoch. Ne? Toll, gell? Oder ein Sommelier vielleicht. Ein Sommelier, noch besser, werden ne? Sollen eigentlich. So ein Weinfachmann. Ja, wie ist der Name? Genau. Ronald Wein. Das passt. Na, mal, Mir San Mir heißt, ihr kommt aus Bayern. Richtig, genau. Das und Champions-League-Finale überstanden? Ja. War ja knapp, ne? Ja, ich war im Stadion. Warst du im Stadion? War ich im Stadion. Oh, und? Ja, es war schon bitter. Das war hart, ne? Aber man wird gierig nach den Titeln, weißt du? Es so langsam. Ja, wird auch langsam Zeit für die Bayern mal wieder, ne? Ja. Die Gier ist groß, ne? Wir reden nicht HSV? Über Fußball. Ja, Titel? Was ist das? Ja, genau. HSV und das Thema Titel sind schwer zu vereinbaren. Aber wir haben auch den Anspruch, Titel zu gewinnen. Dann ist gut. Wie lange kennt ihr euch? Paar Monate jetzt. Gutes ganz, halbes Jahr. Ja, sowas. Oh, ja. Frisch. Wir sind frisch verliebt praktisch. Frisch ja. Verliebt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch die Arbeit. Weil wir beide in München bei einem großen deutschen Pay-TV-Sender gearbeitet haben. Im Himmel hängt der, ne? Genau. Okay. Bitte? Der im Himmel, genau. Der im Himmel, genau. Es gibt ja nur einen in Deutschland. Genau, richtig. Ja. Premiere. Genau. Hieß er mal. Und ja, da haben wir uns so in der Sportredaktion kennengelernt, haben ein Praktikum gemacht. Und okay. Fußballredaktion. Alles klar. Genau, und sind jetzt auch beide witzigerweise eben als Freiberufler sozusagen dort unterwegs. Also, war der deswegen auch im Stadion, oder? Nee, ich war deswegen nicht im Stadion, sondern habe dann über die UEFA noch mal was anderes gearbeitet. Und man mogelt sich immer so rein. Man mogelt sich so genau. Rein, Kontakte rein. Ne? Genau. Schön, dann bin ich mal gespannt. Jo. Kennt ihr euch so lange? Was gibt's denn Leckeres zu essen? Als Vorspeise haben wir gesagt, wir machen unsere Garnelen, die macht der Ronny jetzt. Garnelenschwänze, richtig? Genau, angebraten. Ja. Einfach ganz klassisch mit Knoblauch, was auch, Salz, Chili oder was. Soll ich ihn vielleicht fragen? Kannst du ihn auch fragen, wenn du magst. Ich habe das Gefühl, er weiß es besser als du gerade. Ja, weil ich es auch mache. Ja. Ronny, genau, das war Ronny. Wahrscheinlich. Gegrillte Garnelenschwänze. Ja. Auf einem Kräutersalat. Mhm. Mit einem Hauch von pikanter Tomatensauce. Oh. Wo die über die Stump ist praktisch. Schön. Und als. Erstmal den Applaus hier. Wie man hier schon so wunderschön sieht, haben wir Seezungen in Voltini mit Mangold. Oh. Die kommen auch jetzt gleich in die Pfanne. Seezungenröllchen, ja. Fein, mit Mangold gefüllt, anständig gewürzt. Ja. Sehr gut. Mit Salz, Pfeffer, auch ein bisschen Chili, ich mag Chili. Du magst Chili? Ja. Okay. Frank ist halt mal so, aber nicht zu viel. Ja. Nein, so ein Hauch Schärfe kann er gut ab. Was gibt's dazu? Auf grünem Spargel, in Rauten geschnitten, in Olivenöl sortiert. Schön roh gebraten, ne? Ja. Oh, Soße. Genau. Soße ist, gebe ich ab an dich. Genau, da in der Pfanne vom Spargel werden wir versuchen, eine Vinaigrette uns zu erstellen mit Vanille. Ja. Und geben das dann eben so leicht über für das Aroma, über das gesamte Gericht. Ja, schauen wir mal. Weil der Herr, ich muss sagen, das wird sehr, sehr gut. Und Dessert, Männer. Dessert auch Raffi. Raffi und Ronny. Raffi, Ronny. Raffi und Ronny, okay. Ich bin Steffi. Genau. Hallo Steffi. Ja. Also fürs Dessert ist der Biskuitteig schon im Ofen. Der wird gerade so ein bisschen vor sich hin. Daraus mache ich eine Roulade, die ich fülle mit den Kirschen.
die ich zu so einer Art Creme ja, mit Sahne, mit bisschen vom, vom Sauerrahm. Alles klar. Anrichte. Und das kommt dann da rein, ein bisschen Honig einstreichen. Und dann so schön aufgeschnitten und dann so, genau, so eine Rute. Boah, was für Menüs heute. Was für Menüs. Da wäre ich auch gerne Juror. Ja. Da wäre ich auch kein Juror. Aber jetzt geht erstmal die erste Quizrunde. Und heute wieder bei mein Balljunge Henry. Wo sind meine Quizzutaten? Vielen Dank. So, ab hier. Wie geht's dir heute? Gut. Gut, alles klar? Ja. Hast du gestern noch mit der Kleinen noch gesprochen von da oben? Mm. Kurz, ne? Foto hast du gemacht, habe ich gesehen. Gestern saß ein sehr junges, hübsches Mädchen da oben. Bist du ein bisschen verknallt oder nicht? Nö. Nö, 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 nö. Der hat ja noch Zeit, ne? Hat ja noch Zeit. Erzähl mal kurz, was wollen beide haben? Zitrone. Zitrone, richtig? Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur... Ich muss mal gucken, ich glaube sogar... Wie tschüss, bis gleich heißt das, ne? So. Nicht ich stelle die Frage, sondern wie immer an dieser Stelle mein wunderbarer Kollege Holger Stromberg oder Stromberg, der Koch der deutschen Nationalmannschaft. Holger, lass hören. Lieber Steffen, liebes Publikum, liebe Kandidaten, jetzt zur heutigen Quizfrage. Was benötigt ein Torhüter im Vergleich zu den Feldspielern im höheren Maße? Sind es A, die Kohlenhydrate, B, Eiweiß, C, die Fette oder D, Vitamine? 10 Sekunden ab jetzt. Was braucht ein Torhüter mehr? Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette oder Vitamine? Ja. Männer aus der Sportredaktion. B haben wir gedrückt. Eiweiß? Ja. Wieso? Weil er ein Ei fangen muss und deswegen. Weil er was? Das, American Football. Weil er ein Ei fangen muss. Okay, Raffi. Gut, ich hätte auf Fett getippt, weil die ganze Zeit rumsteht und nicht laufen muss. So, egal. Meine Damen, was habt ihr? Auch B. Auch B. Geraten. Geraten. Sarah, du musst ein bisschen mehr Gas. Dann wollen wir gucken. Holger, erlöse uns bitte. Die richtige Antwort lautet B, nämlich das Eiweiß. Denn die Feldspieler brauchen wesentlich mehr Kohlenhydrate als der Torhüter. Für den Torhüter ist also die Extraportion Pasta als Pre-Match-Snack eigentlich zu vernachlässigen. Er braucht deutlich mehr Eiweiß. Also ist die richtige Antwort B, das Eiweiß. Jawohl. Perfekt. Oh. Guck mal hier. Guck mal hier, die neue Nudelmaschine hat anscheinend funktioniert. Ja. Sehr schön. Hier ist eure Zitrone. Vielen Dank. Säure für alles oder spezielle? Wir wollen ein bisschen Zitronenabrieb mit dem Mangold geben für die, ja, Frische und vielleicht ein bisschen was für die Soße noch. Alles klar. Saft. Okay. Meine Herren, bei euch hat es auch geklappt. Jo, toll. Eure Theorie hat voll gestimmt. Ja. Wofür braucht ihr die Zitrone? Ja, Fisch, Zitrone harmoniert gut. Bisschen Vinaigrette natürlich auch, ne? Genau. Doch, doch, doch. Das geht ja schon mal gut los. Und Sie wissen ja, wir haben eine neue Rubrik. Was heißt neu? Ist sie gar nicht. Sie wird aber immer beliebter. Deswegen heute ist es wieder soweit. Genau. Frag doch mal die Oma. Frag doch mal die Oma. Und zwar haben wir Post bekommen für unsere Oma Hannelore. Und zwar, liebe Hannelore, ich würde so gerne mal einmal Marmelade selber machen. Trau mich aber nicht wirklich daran. Du kannst mir doch sicherlich erklären, welche Arbeitsschritte da auf mich zukommen und was ich beachten muss. Ich hoffe, meine Frage wird vorgelesen und freue mich auf deine Antwort. Tausend Dank, Sarah Wiener. So, das machen wir natürlich gerne. Haben diese Frage an Oma Hannelore weitergeleitet und hier ist ihre Antwort. Marmelade. Es ist eine schöne Zeit, die Erdbeerzeit, und es macht gar nicht viel Arbeit, die zu machen. Ich kaufe ein Kilo Erdbeeren und nehme ein Kilo Gelierzucker. Erst mache ich sie klein, dann koche ich sie auf. 3 Minuten müssen sie aber schön sprudeln. Und dann kommen sie in schöne, saubere Gläser und der Verschluss drüber und dann gleich auf den Kopf stellen.
Aber ich kenne auch noch eines anderes, ein Kilo und ein halbes Kilo Gelierzucker. Aber ich mache gerne süß und das ist für mich dann 1:1 besser. Aber wo wir gerade beim Thema Oma sind, sizilianische Oma, da denkt man gleich ein bisschen, ah, Camorra, die Mafia. Ja, oder? Vorurteil, auf jeden Fall. Vorurteil? Ja. Keine Kontakte? Nein, keine Kontakte. Würde ich sonst hier kochen? Ja, okay. Das könnte auch Tarnung sein, ne? Ach so, ja, stimmt, hast du recht. Man muss ja immer die Tarnung, muss man ja immer, ne? Wahren. Immer wahren, das stimmt. Ja, stimmt. Besuchst du sie dann ab und zu mal auch? Ja, doch. Also nicht so oft, weil der Flug nach Sizilien schon relativ teuer ist, aber... Was kostet der? Ja, schon so 600-700 Euro hin und zurück. Ja. Dann doch, oder was? Okay. Mhm. Das heißt, also ihr seid auch hier wegen dem Spaß, aber auch um ein paar Mark zu machen, ne? Ja, doch. Auf jeden Fall. Wie viel habt ihr denn im Monat zur Verfügung, sag mal? Passiert mir mal. Beide Studenten. Welches Semester seid ihr? Sechstes, beide. Ja. Wie viel Geld zur Verfügung? Lass mich mal rechnen. Job zu nebenbei? In den Semesterferien, ja. Also so neben der Uni ist relativ schwierig, finde ich. Ja, die BAföG oder was? Nee, BAföG leider nicht. Aber, Mami, Papi ein bisschen? Mami, Papi bisschen deutsche Oma. Ja. Mhm, gute Unterstützung. Und ja, so um die 500. Okay. Ja. Wohnt ihr noch in der WG oder? Nee, wir wohnen eigentlich relativ weit voneinander entfernt, würde ich sagen, oder? Halt am anderen Ende der Stadt so. Ja. Welche Stadt? Würzburg. Ah, klar. Ja, genau. Müssen wir mal schon in die Pedale treten, dass man miteinander ist. Also beide Fahrradfahrer, oder? Ja, ja. Ja gut, 500 Schlappen, das heißt, wenn ihr heute gewinnt, hättet ihr zum Beispiel einen Monat schon mal, ne? Ja. Wäre schon mal sozusagen gerettet. Ja, ne? Auf jeden Fall. Was sehe ich hier denn? Ist das echt oder ist das nur so 3-Wochen-Tattoo? Nein, das ist echt. Und was ist das? Es ist arabisch und bedeutet Julia. Das ist der Name von meiner Schwester. Oh, warum gerade arabisch? Weil ich schon als Kind mal in Tunesien im Urlaub war und Bekannte von uns da einen Teppich gekauft haben und die Kinder mussten ja irgendwie beschäftigt werden und mussten den dann knüpfen oder was? Nein. Nachknüpfen. Die haben dann unsere Namen auf Papier geschrieben und ja. Wie auf Papier geschrieben? Naja, die haben uns halt gezeigt, wie man unsere Namen auf Arabisch schreibt. Ach so, und das hat dich so beeindruckt, dass das kommt gleich da drauf, oder was? Ja. Okay. Hast du auch eine Tätowierung? Nee. Gar nicht. Gar nicht? Alles, ja. Okay. Männer, habt ihr Tätowierung? Bitte, was haben wir? Tätowierung. Na, ja, richtig. Die eine oder andere, ja. Die gut eine versteckt. Oder andere? Gut versteckt. Warum? Sind die so schlecht geworden oder warum? Naja, aber du siehst was. Sag mal, was hast du denn? Ich habe einmal Freiheit auf Thai. Auf der Wade? Auf Thai? Ja. Warum auf Thai? Die Lebenskultur in Thailand ist sehr abgestimmt auf mich und meine Ansichten so. Also nicht, dass ich jetzt Buddhist wäre, aber ich bereise dieses Land gerne. Alles klar. Du bist ja auch, aber siehst jetzt nicht unbedingt, sag mal, wie ein Ostfriese aus, sag ich mal, ne? Knapp daneben, ja. Knapp daneben? Knapp daneben, mein Vater ist Ägypter. Ägypter, ist das. Das ist mein Aussehen praktisch. Aber du lebst ja in Deutschland, warum steht da nicht Freiheit in Deutsch drauf? Wäre auch mal schön. Ja, so in Altdeutsch? Nee, na, ich weiß nicht. Also, einfach so frei, ne? Magst du es sehen? Ja, zeig mal her. Können wir sehen. Das drehe ich mal um nach da, dann können alle das sehen. Sieht doch irgendwie hübscher aus als auf Deutsch, glaube ich, oder? Ja, also ich spreche die Sprache ja sehr gerne. Geil wäre natürlich, wenn du auch noch Thai-Boxer wärst, ziehst ihm eine rein, sagst du hier, Freiheit, mein Bester. Du reist also gerne? Ich reise gerne, ja. In der Vergangenheit häufiger als jetzt, weil jetzt muss man ja arbeiten. Früher war man jung, da hat man noch... Noch mehr Zeit gehabt. Wo warst du schon überall? Ich war in Australien 2 Monate circa. 2 Monate? Ja. In Indien 4 Wochen und mehrfach in Thailand. Wow. Und so Europatouren, bisschen Mal, wie finanziert man das mal so? Ja, das ist, ich bin Wiesenkellner. Muss man sagen, ich habe... Was bist du? Wiesenkellner. Wiesenkellner, aber Wiesenkellner. Oktoberfest. Alter, da gibt's richtig Schotter. Ja, ne? Genau. Und da kann das man auch schön schon reisen damit. Alles klar, da haben wir ein Foto von. Sag mal hier. Oh, sauber. Bei dem einen habe ich schon was abgetrunken, glaube ich. Wollte ich sagen, ja, da hat ein bisschen was gefehlt. Ey, aber auf der Wiese geht's richtig ab, ne? Wenn man da kellnert, ich meine, man verdient viel, aber dann muss auch richtig mal lochen, ne? Definitiv, also Tunnelblick. Yes, ne? Wirklich, also Augen zu und durch, aber es macht Spaß. Wieder 4 Wochen oder was, ne? Oder 3?
16 Tage. 16, 17 Tage. 16 Tage. Aber das reicht. Also wenn es 3 Wochen wären, glaube ich, puh. Ah, ja? Ich werde dich fragen, verdient man aber richtig, ne? Ja, ja, wenn man gut ist. Wenn man gut ist schon, auch Tipp ja. Und sowas, ne? Ja, genau. Da, da freut sich die Tasche, ne? Ja. Da raschelt es im Karton, ja? Richtig. Ja. Bei uns raschelt es auch, und zwar Quizfragen. Henry, mein Bester, wo bleibst du? Sehr wohl, sehr recht. Sehr schön. Hast du schon mal ein Bier getrunken? Nee, ne? Nee, ne? Was nee, trinkst du da liebsten? Nur bei meinem Vater probiert. Du durftest mal nippen? Mhm. Aber hat nicht geschmeckt? Nee. Mhm, bisschen. Oh, yeah. Was trinkst du sonst gerne? Cola. Oh. Das ist auch nicht gut für die Zähne, ne? Nee. Cola nicht gut. Und Apfelsaft. Was mit einem schönen Glas Milch? Ja. Nichts, oder was? Sag mal, was ist nochmal dein Lieblingsessen? Hm. Muss ich mal überlegen. Was meinst du? Wenn du wunschfrei hättest, was ich dir jetzt hier kochen sollte, was würdest du dir wünschen von mir? Pizza. Pizza, okay. Das habe ich mir gedacht. Pizza. Pizza gibt's jetzt nicht. Jetzt gibt es für die Frauen Muskatnuss und für die Männer nochmal Zitrone. Hier ist sie, Quizfrage Nummer 2. Die Hymne welchen Landes ist hier zu hören? Oh, das hört sich traurig an. Da, wenn Erinnerung wach an Champions League Finale, ja. Aber was ist es denn? A. Kroatien, B. Russland, C. Italien oder D. Tschechien? 10 Sekunden, ab jetzt. Vier Sekunden noch. Und vorbei. Männer, was habt ihr gedrückt? Tschechien. Tschechien. Hört sich tschechisch an. Hört sich tschechisch an? Tschechisch. Und gesungen von Karel Gott, oder was? Ja, genau. Okay. Okay, die Männer sagen Tschechien. Was sagen die Damen? Auch Tschechien. Warum? Ach, hört sich tschechisch an. Ja, ich fand auch, dass es sich tschechisch anhört. Ich finde, das hört sich traurig an. Ja, genau. Ja. Die Tschechen sind per se traurig. Okay. Gut, dann schauen wir nach. Und was soll ich sagen? Beide wieder richtig. D, Tschechien. Hey. Muskatnuss, meine Damen. Und sehr salzig, ja. Noch eine Zitrone für euch. Dank. Und wir kommen jetzt zu unserer ukrainischen schnellen Nummer. Ich liebe das. Eine ukrainische schnelle Nummer. Hat was. Dazu aber, erstmal noch einen Schluck nehmen, habe ich wieder ein ukrainisches Sprichwort für Sie rausgesucht. Und zwar heißt es diesmal, Säufer kennen keine Gefahr. Den lasse ich mal so stehen. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich, ich habe rausgesucht, ein ukrainisches Sprichwort. Das stimmt. Säufer kennen keine Gefahr. So, kommen wir zu unserer ukrainischen schnellen Nummer. Nach diesem unfassbaren Brüller. So. Dafür haben wir jetzt, habe ich einen Teig gemacht. Das Ei, Mehl, bisschen Butter ist da drin, Wasser. Und wir machen was Ähnliches wie Pyroggen. Und dieses Rezept, ach ja, hier habe ich es doch. Wo habe ich denn das Rezept wieder? Das halte ich Ihnen gleich direkt vor die Linse. Ich habe schon wieder weggepackt, ne? Oh, auch noch Bücken, ich kriege einen Anfall. So, dann, Ja. Sie stöhnen, wenn Sie wüssten, was ich hier durchhalte. So, hier kommt wieder Ihr Rezept. So, haben wir das? Jip. Steffen. Ja, bitte. Hast Moment, du ganz kurz zu Hause. Jetzt, wenn Sie Mediathek machen, machen Sie Bildschirmfoto. Buff. Und dann haben Sie es. Hier ist die zweite Seite. 3, 2, 1. Buff. Gut. So, was denn? Ich bräuchte Zahnstocher. Hast du da welche? Zahnstocher? Hast du da welche für mich? Eigentlich haben wir hier in unserer kleinen Box, hier einmal runter. Da müsste eigentlich was drin sein. Habt ihr Zahnstocher? Oh, darf ich mal kurz? Ah, die Männer haben sich die geschnappt. Vielen Dank. Gentlemen. Auf jeden Fall heißt dieses Rezept Schaburiki. Und das ist gebackene Teigtaschen. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Mehl. Ich weiß mein Essig schon mal. Nee, zack. Ich frag mich. Ja, zum Arbeiten. So, bei diesem Teig müssen wir ausrollen. Ah, wie deine Nudelholz. Wo ganz hinten? Alles gut? Oh, hier, Klugscheißer-Alarm oder was? Gut gesehen, gut gesehen.
So, das Ganze jetzt ausrollen. Das Ähnliche habe ich letzte Woche ja schon gemacht. So, unsere Piroggen. Ah, heute geht das Ausrollen aber schon besser. Ich merke schon eine leichte Besserung. Es kommt langsam. Langsam wird es immer besser. So, und das Ganze wird gleich schön gefüllt mit einer ganz, ganz leckeren Füllung. Aber erstmal, wir wissen ja, Teiglaschen, die letztes Mal, die haben wir ja gekocht, die Piroggen, diese werden gebacken. So. Hier, vielleicht denkt der eine oder andere Kochanfänger jetzt, man könnte daraus eine Pizza machen. Geht natürlich nicht, weil das ja kein Hefeteig ist, ne? Deswegen, ich hätte den Kleinen ja gern eine gemacht, aber nicht, dass er, oh, der doofe Steffen, Mensch, macht er doch gar nicht. So, jetzt haben wir das hier schön fein ausgerollt. Jetzt geht's an, oh, wieder bücken, ich kriege eine Krise. Oh, ey, das ist doch hier. Ich werde gemobbt, ich habe das seit gestern gemerkt. Ich werde gemobbt. Ich sag's Ihnen, ich werde gemobbt vom Allerfeinsten, ey. Vom Allerfeinsten werde ich hier gemobbt. Da sagt man einmal vor, könnt ihr ein bisschen mir ein paar Sachen hinstellen? Ne, ne, nicht für dich. So. Und wenn sie dann wohin gestellt werden, dann ganz hinten, ganz unten, weißt du? So, das Rezept ist, und zwar nimmt man für die Füllung Hackfleisch mit der Zwiebel mischen. Also ein bisschen Hack rein. So. Dann Zwiebel roh, wohlgemerkt. Wir wollen uns ja ans Originalrezept halten. Und hier. Ein paar ganz feine Scheibchen. Die kommen ins Hackfleisch rein. So, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und hier, ein bisschen Salz. Prise Pfeffer. So. Jetzt, ups. Oh. Ja, oh. Ah. Ah. Oh Gott. Es ist das Letzte in diesem Laden hier. Jetzt muss ich schnell einen Schluck nehmen. Sonst kann ich nicht fertig moderieren. Oh. Okay. So, dann. Das Ganze wird jetzt hier mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann nur so viel Wasser zugeben und unterkneten, bis die Masse wie ein Brei wird. So, das heißt jetzt in die Hackmasse Wasser geben und jetzt so lange rühren, dass das wie so ein leckerer Fleischbrei wird. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? Okay, ne? Aber so ist das Originalrezept. Man nimmt das Hack, rohe Zwiebeln, gibt jetzt so viel Wasser zu, dass das ein leckerer Fleischbrei wird. So. Das reicht. Oh, hört sich gut an, wie zu Hause. Jetzt müssen wir das Ganze ausstechen. Dafür sollte hier ein Ausstecher liegen. In diesem Saftladen. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr kriegt mich hier nicht weg. Das ist mir egal. Das ist mir egal. So, machen wir uns mal zwei schöne Teigtaschen, oder drei vielmehr. So, einfach eine formschöne Schale nehmen, das Ganze ausstechen. So, haben wir hier unsere drei Lappen, der Teig zurück ins Töpfchen. Jetzt werden diese Teigtaschen gefüllt, vorher Schüssel wieder umdrehen. Ah, hier haben wir meine Müllschublade, da kommt jetzt das Eiweiß rein. So. Ja, ja, ja. Wie ihr mir, so ich euch. Jetzt Hälfte mit Eigelb einstreichen. Und in diesen wunderbaren, geschmackvollen Teig kommt jetzt dieser schöne, leckere, wässrige Fleischbrei. Noch ein bisschen flacher machen. So. Schauen Sie hier, da jetzt rein. Oh, was ihr das lecker. Das geht auch runter wie Öl. Was soll man immer so Firlefanz machen? Hier mit Abschmecken, mit Sojasauce und hin und her. Banane, bisschen Hack, bisschen Wasser, bisschen Zwiebel. Lecker ist die Geschichte. So, jetzt wird das umgeschlagen. Dann hier anständig zumachen. Dann schauen wir mal, ob der Teig, ob das Öl auch schon richtig heiß ist. Oh ja. Das sieht man hier, ein bisschen Teig rein, es fängt sofort an zu sprudeln, das ist gut. So, erste Teigtasche rein. Dann die nächste gleich hinterher.
Wichtig ist, schön außen richtig schön zukneten, dass das nicht offen ist und möglichst nicht aufplatzt. Kann natürlich, wenn die Flüssigkeit ein bisschen feucht ist, hier und da mal passieren. Deswegen machen Sie den Teig auch nicht zu dünn. Deswegen einfach nur hier, schön zu. Flüssigkeit. Oh mein Gott, wir haben nur noch 7 Minuten, meine Fresse. So, während das Ganze hier backt, bring mal bitte gleich, Henry, beide Quizzutaten mit. Runde 3 und 4, weil ich habe mich schon wieder so verquatscht hier. Ist ja nicht zu glauben. Beide? So, ja, beide. Wir bringen mal, guck mal, da. Bringen wir schon mal 3 hier. Mal, ja. Ja. So. Schon mal die 3. Sehr gut. Perfekt. Gleich das andere hinterher. Supi. So. Und zwar, komm mal rüber, geht es. Vorher, bleib mal hier im Moment. Komm mal dran, Henry. So, jetzt geht es für die Frauen um? Zitrone. Und für die Männer um? Sweet Chili Soße für die Männer. Bleib mal kurz hier, hier ist eine Quizfrage 3. Und zwar, was ist eine Milifanti? Eine italienische A, Kartoffelsuppe, B, Weißbrotsuppe, C, Nudelsuppe oder D, Tomatensuppe. 10 Sekunden ab jetzt. Männer, was habt ihr? C. Nudelsuppe. Nudelsuppe. Schon mal gehört, bilde ich mir ein. Okay. Wir fragen mal die Dame nach, die sollten es eigentlich wissen. Ja, Mille Fanti auch wegen, also wegen Mille, tausend Nüdelchen, dachten wir uns. Okay, Fanti, ich dachte, ich Fanta. Okay. Nee. Was denkst du, was es ist? A, B, C oder D? Sag mal irgendwas. A vielleicht? Fast. Es ist B, die Weißbrotsuppe. Cool, das heißt, beides weg. Und bevor ich die Zutaten vorlese, muss ich sagen, Henry, einen ganz tollen Job heute gemacht. Wir müssen uns leider verabschieden. Henry, dein Applaus. Vielen Dank. So. Und von Milifanti kommen wir zur 4. Quizrunde. Die Frauen Schokolade, die Männer Balsamico. Hier ist Quizfrage 4. Wie viel Milliliter Flüssigkeit sollte ein Sportler alle 15 Minuten zu sich nehmen? Wie viel Milliliter Flüssigkeit soll ein Sportler alle 15 Minuten zu sich nehmen? Wie viel Milliliter? Schön aufschreiben. Ja. Jawohl. Die Damen sagen 150. Die Männer sagen 200. Es gibt eine Punktlandung, und zwar von den Männern. 200 Milliliter. Bingo. Balsamico. Wir machen schnell unsere Teigtaschen fertig. So. Und zwar haben wir jetzt hier, komm her, die knusprigen Teigtaschen. Man muss an der Teig, sehen Sie mal, das ist schön geworden. Und für den Teig, nochmal für Sie zur Erinnerung, ne? 1,5 Tassen Mehl, 1/2 Tasse warmes Wasser, ein bisschen Salz, Ei und Butter. Ganz einfacher Teig, einfach vermengen. Und Sie sehen, der ist super. Bei der Füllung kann man sagen, okay, Hack, Zwiebel, Salz, Pfeffer, schmeckt natürlich auch. Jetzt ein lecker Dip. Aber wenn man das so ein bisschen abschmeckt mit gebratenen Schalotten, statt die Zwiebeln roh, Schalotten braten, ein bisschen Chili vielleicht, ein bisschen Sesamöl oder so, kann man das richtig lecker machen. Auf jeden Fall, schauen Sie mal hier, so sieht das denn von innen aus. Fleisch schön gar. Ich würde sagen, unsere ukrainische schnelle Nummer hat funktioniert. So, Männers, wie sieht's aus? Wir stehen. Ja? Wir stehen bei uns, alles gut. Oh, guck mal hier, sehe ich. Oh, mal vorne mal gucken. Moment mal durch hier. Schau mal hier, die Roulade. Meine Herren. Schönes Ding. Bist du dir sicher, dass es nicht zu trocken ist? Wolltest du ein bisschen Sahne mit untermischen vielleicht? Jetzt. Nee, jetzt nicht. Jetzt. Mein. Ich dachte, du hättest was von Creme gesagt, mit ein bisschen saurer Sahne. Ja, das passt schon. Jetzt, ja, hab ich drin.
Ach, hast du drin, alles klar, sieht man von außen nicht. Dann ist das gut, dann bin ich beruhigt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Da ist die Vorspeise, der Salat. Was ist das hinzu? Währenddessen machen wir mal schnell hier. Und die Gloschenwahl. Wird es schwarz oder weiß? Wir gucken mal. Achtung. Tolles Dressing. Die Männer richten an auf der schwarzen Seite. Jawohl. Das heißt rechts. Ja. Rechte Seite. Sonst Seezunge fertig, Garnelen fertig, Spargel gebraten. Ich probiere mal eine Stange. Ja, ist okay. Mhm, mhm. Meine Herren, ich muss sagen, sehr gut läuft das hier. Sehr gut. Ihr seid auch weiß, Mädels. Ja, alles klar. Oh, auch hier. Wie seid ihr im Timing? War gleich letzte Minute. Ja. Oh, guck mal hier. Mach weiter, sieht gut. Das sieht aber sehr gut aus, ne? Selbstgebackene Hippe. Die Kirschen oben drauf. Oh, guck mal hier, du. Die Garnelen. Schön, guck mal doch. Mmh. Vielleicht doch nicht. Frank. Soll Frank drei kriegen, ja, ne? Ja. Doch, soll er kriegen. Wo bleibt er eigentlich? Der hat noch einen Hubschrauber, die Rose, ne? Unfassbar. Das ZDF, ja? Dem Rose zahlen sie noch einen Hubschrauber. Und ich werde hier gemobbt. Das werde ich ihm gleich auch mal sagen. So, letzte Minute, er läuft. Jetzt aber. Alles schön fertig machen. Meine Damen, linke Seite für euch. Weiß, linke Seite. Fisch. Der Fisch ist da drin. So. Ganz ruhig, komm her, ganz entspannt. So, alles gut. So, willst du noch Soße drauf oder brauchst du nichts? Hab ich schon drauf. Hast du schon? Alles klar, ab nach vorne. So, Nelle. Die letzten 10 Sekunden. Die Schilder noch, meine Damen, das Schild bitte noch. 4, 3, 2, 1, vorbei. Hey. Ich glaube, das ist eine sehr starke erste Runde gewesen. Mädels, was sagt ihr? Gut. Ja. Gut, ne? Wir haben uns gerade gefragt, ob wir was vergessen haben, aber ich glaube nicht. Sah gut aus. Männer, was sagt ihr? Entschuldigung. Was sagt ihr? Alles okay? Alles toll. Ich habe gut gekocht, aber ich hab gesehen, die Mädels sehr stark. Auch nicht schlecht, ne? Das wird spannend. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Der einzige Fußball auf der Welt mit Armen und Beinen dran. Hier ist Frank Rose Rosin. Ich weiß es doch. Jungs. Ja. Damen. Super, Mann. Die Frauen werden immer schön. Der Hubschrauber schnell. Der hat Power, der Neue. Ne? Ja, ja, neidisch, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Der Johann ist ja in Ohnmacht gefallen, als er den gesehen hat. Da hat er gesagt, Rose, eins muss ich sagen, so einen habe ich noch nicht geflogen. Und der hat sie schon alle geflogen. Ja. Ja, ja, der hat sie schon alle geflogen. So. Man sieht auch, dein Frontscheitel hat auch so einen leichten Pfiff nach rechts von dir aus gesehen. Das ist, du machst wohl aus der Fenster mal auf beim Fliegen. Ja, 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 ja. Weil wir immer über dein Restaurant fahren und ich zähle immer, wie viele Gäste du hast und denke immer, Alter, jetzt hat der schon wieder so viel Kohle gemacht. Ey. So. Gebratene Garnelen auf Kräutersalat. Was an den Garnelen. Was an den Garnelen so lecker ist, ist. Die sind ganz zart, medium und saftig gebraten. Die meisten, die braten die so richtig fratze. Und die sind richtig schön medium gebraten. Also, gut ab. Schönes Dressing. Das sind natürlich jetzt alles hier so Sommerwiesensalate. Ne? Das ist sowas, was man auch auf einer
ich sag mal, richtig schönen Sommerwiese pflücken kann. Wir haben hier rote Beete, Salat, wir haben hier Feldsalat, wir haben Rucola-Salat, wir haben hier, roten Salat. Wir haben hier roten Salat, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr pfeffrig und sehr, sehr grasig und kräuterig. Und da braucht das Dressing auch richtig Power, um diese kräuterige, pfeffrige Note einzufangen. Und dafür ist dieses Dressing ein bisschen zu schwach. Zu wenig Säure, zu wenig Power. Ja, Kinder, wir reden hier vom Elfenbeinturm der Gourmandise, wo ich mich befinde. Ja? Ja, dennoch ist das hier wirklich ganz, ganz toll und mit einfachen Handgriffen richtig lecker gekocht. Und das muss es so sein. So, haben wir hier. Mediterraner Spargel. So, hier haben wir auch. Auch gut gegart. Schön. Und dann haben wir hier. Mal hier, sehr schön hier. Garnelos Saftikos, nennt man das auch in der Fachsprache. Ja. Ein sehr schöner Tomatensugo. Muss ich sagen, der ist wirklich sehr gut gelungen. Kann man auch mal schön mit einer Nudel essen. Mit einer gekochten. Und schöner gebratener Spargel dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für das, ich ziehe mal kurz was vom Spiel noch rein, ja. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen, zeichne ich dieses Gericht aus mit dem Ei. Dem roten Gürtelsäger. Weil die Sugo ist sehr gut. Dann das Mandelige vom gebratenen Spargel, die Gambas auf den Punkt, das ganze Gericht auf die Fresse, geil. Von daher hier weiß ein vor. Weißt du was? Das packen wir uns ein, das verkaufen wir noch für 43 Euro zu Hause. Wollen wir sagen. Ja. Ja. Richtig gut gegart. Auch hier, guck mal hier, au point. Die Rolle wirklich perfekt. Schöner Spargel. Ich spüre eine leichte Vanille. Das spürst du richtig. Und wo ich gerade gesagt habe, dass wir hier Elfenbeinturm-technische Hochküche gewohnt sind. Ja? Ich sagen, das ist hier wirklich von der Intellektualität des Rezeptierens wirklich Spitzenklasse. Vanille und Spargel. Super. Und bleiben Sie dran, weil ich glaube, das geht auch so weiter hier und da kann man noch richtig was lernen. Ja? So, hier auch, Seezungenroulade. Nicht so schön wie da drüben vom Bild her. Jetzt probiere ich hier aber mal, weil letztendlich auch. Also tipptopp Garverhalten. Normalerweise werden diese Fachstelle gar. Super. Nudeln. Das steht hier oben, Frank. Mangold. Ja. Weißt du, das muss ich jetzt echt mal sagen. Selbstgemachte Nudeln, alles gut und schön. Wenn sie aber schmecken, als wenn sie schon 3 Stunden an so einem drittklassigen Buffet stehen, dann nützen auch die selbstgemachten Nudeln nichts. Die müssen al dente sein. Und sie kochen nur 30 Sekunden, dann sind die fertig. Nicht wie die harten, die müssen nämlich 10 Minuten kochen. Und diese selbstgemachten, die brauchen nur 3 Minuten, dann sind die fertig. Kinder, da müsst ihr dran denken. Ja, und dann muss das nur zum Schluss gemacht werden, raus durch die Pfanne, auf den Teller, wiedersehen. Was soll ich sagen? Ich habe gegen ihn zweimal verloren. Ich habe gut reden, ne? Aber so ist es halt. Das ist ein geiles Gericht. Mangold auch gut. Ist etwas grobschlächtiger. Es könnte noch ein Ticken länger gegart sein. Das ist finessenreicher. Und die Vanille beim Spargel. Ich werfe mich weg. Von daher, schwarz ein vor.
Also das zeichne ich jetzt schon mal aus. Weil ja, hallo? Ja. Hast du Tomaten auf den Augen? Guck das mal an. Ja, aber das ist auch gar nicht gegessen. Ich wette, du kannst das Siegel, dass das von den ganzen Damen, die hier sitzen, nur drei oder vier so können. Ja. Ja, wenn ey, überhaupt. Alter, das ist eine Biskuitrolle. Da habe ich mit 14 Jahren in der Schule eine 6 gekriegt, weil ich Zucker mit Salz vertauscht habe. Wirklich, weiß ich noch ganz genau. Biskuitrolle, alles schön hier, Jimmy Angeber, alles schöne Scheibe gekriegt. Was war los? Habe ich Salz mit Zucker vertauscht. Guck mal hier. Schön mit Kirschen. Richtig geil. Großes Lob. Eine Hippe. Heißt ja auch hippe Kirschen. Ein Wortspiel. Ja, aber was für eins. Meine Herren. So. Das Urteil wird verkündet. Erstmal Dankeschön für die Kandidaten, dass ihr mich so toll bekocht habt. Das ist nämlich richtig Spitzenklasse hier. Vorspeise, weiß einen vor. Hauptgang, schwarz einen vor. Und beim Dessert, da ist es doch klar. Und unentschieden. Also unentschieden. Beide gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. 1000 Euro. 1000 Euro, meine Herren. Das ist der Warenkorb für die nächste Sendung. 10 Sekunden Zeit für euch zum Überlegen. Er ist auch schön, ne? Oh. Nougat, Zucchini, Schweinekotelett. Ladies first. Wie sieht's aus? Auf 2000. Wir hören auf. Ihr hört auf? Ja. Warum das denn? Ihr habt super gekocht. Wer so kochen kann, halt auch. Nee, aber du hast ja vorhin schon gesagt, so ein Monat. Das stimmt, für jeden 500 Euro. Ja. Deswegen, okay, an der Stelle Glückwunsch für 1000 Euro. Danke. Meine Damen. Danke. Sehr schön. So, Männer. Hallo. Na? Du darfst entscheiden, Ronny. Ronny. Meine Tendenz ist weitermachen. I tell you, the sky is the limit, baby. Dann lass uns gamblen. Dann lass uns gamblen. We go further. All right. Das bedeutet, morgen dieses Männerteam, das tolle Frauenteam, leider nicht mehr da, dafür ein neues. Und wir haben dabei Frank Fallendreck Rosin. Ich sage vielen Dank für heute und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben ein Geschenk bekommen.